Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen weiter mit unserer Bilbao-Karriere und wir treffen heute auf den FC Retafe. Spieltag Nummer 31. Wir wollen natürlich den Titel unter Dach und Fach bringen. Und wir sind dabei. Euer Zaraga wechselt nach langem Hin und Her mit vielen, vielen Clubs tatsächlich dann doch für unsere Wunschsumme von 10 Millionen jetzt nach Portugal zu Sporting. Die 10 Millionen, die ich unbedingt haben wollte. 11,5 wäre das Maximum gewesen, aber... Wow, 9 Jahre, 3 Monate Vertrag. So, Zaraga ist dann weg. Und damit können wir uns mal gucken, wann wir die Saison noch was holen. Wir brauchen keine Pressekonferenz. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Hallo Katze. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn der hat zuletzt 3 Tore gemacht. Ist er heute auch wieder unaufhaltsam? Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. So, wie gesagt, Spieltag Nummer 31. Am Spieltag Nummer 33 kommt dann Atletico. Oder 34? 33. 33, glaube ich. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen FC Retafe. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Die Aufstellung des FC Getafe, so gehen sie in dieses Spiel. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Natürlich wollen wir heute den nächsten Titelschritt machen. Spieltag Nummer 3, Spiel Nummer 3 ist jetzt in dieser Aufnahme zwischen. So 4-5 will ich machen. Ich will heute Abend nämlich noch ein neues Projekt annehmen, was quasi ja jetzt schon läuft. Ich bin so drauf gespannt, wie es wird, wie das Spiel wird. Es ist ja alles eine Aufnahme zwischen momentan. Und jetzt der Ball auf Sanchez. Wollen wir doch beim alten Projekt sind und Tavares. Travers, wie auch immer, der das Ding da rausholt, weil sonst wäre das hier das sichere 1-0 gewinnen. Eigentlich war es das sichere 1-0, weil das eine gute Chance war. Aber der Keeper sagt ja, nö, an mir kommt der zumindest nicht vorbei. Es gibt Einwurf. Hinspiel ist für uns unentschieden ausgegangen, nur so nebenbei. Ist, da haben wir wie in der Tafel 3-3 gespielt. Kurz auf die Statistik und da sehen wir, er hat den alten Torrekord nun eingestellt. Ja, Wolf, und er hat ja gesagt, nee, das ist mir aktuell gar nicht so wichtig. Die Mannschaft steht im Vordergrund. Aber, hey, das ist ein Grund zu feiern. So, und dann ist er doch, ja, da mal, der ist am Ende doch mal. 1-0, Hälfte. Wieder in Retafe 3-3. Und jetzt wollen wir natürlich hier den Sieg holen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Unsere Truppe hat Barca 3-mal und Real sogar 2-mal geschlagen. Also die beiden ganz, ganz großen Clubs haben uns bisher nicht geschafft. Atletico haben wir geschlagen, aber die treffen wir, wie gesagt, glaube ich, am übernächsten Spiel darauf aufeinander. Aber jetzt, wie gesagt, konzentrieren wir uns erstmal auf Retafe und Tor Nummer 12. Oh ja, Sabal. Rückstand nun nach diesem Tor für Retafe. Der Ball rollt wieder. Ja, kein Abseits. Kein Foul. Rosabel. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Rosabel.
Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen. Da verhindert der Keeper diesen Querpass. Der Verspieler. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir suchen immer wieder die entscheidende Lücke. Ja, ich glaube, da müssen wir wieder mal auf die Zeitlupe warten. Setzt sich durch. Borja Mayoral. Borja! Nee, ist es nicht, weil Unai Simon auch wieder so ein Ding hält. Wie steht denn vorhin auf der Gegenseite der Keeper? Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Ecke für Getafe. Die natürlich noch leben, ne? Die sind noch mit drin komplett in der Partie. Wir nur als Null. Und Unai Simon verhindert auch noch mal eine Chance. Also wie gesagt, es wird knapp momentan. Ecke kommt in den 16er. Ja, wenn sie so zumachen, dann kommt so ein ungewohnt harmloser Ball raus. Simon zu Belja. Macht da gut Druck. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Zu Belja. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. So, muss ich da irgendwie jetzt das machen? Oh, schöner Ball, großer Ball, der ist frei durch. Macht er hier das 0:2? Nö, macht er nicht. Wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion, eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Wieder großer Benetz, jetzt nochmal versucht und diesmal knallt er das Ding ins Netz. 2-0. Er hat noch die Chance gehabt, jetzt macht er sie. 2-0 für Bilbao. Schade, da war er noch dran. Ja, oder konnte er aus der A von der Position und B aus mit dieser Wucht nichts machen? Ich weiß nicht, aber tatsächlich das Tor auch als Eigentor sogar dann wertet. Weil eigentlich war es tatsächlich sogar ein Eigentor. Aber ich glaube, jetzt nimmt es als großes Tabelltor. Passt auf jeden Fall. Er gibt das sicher. Ja. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Borja Mayoral. Da ist der Ball weg. Da ist der Torschütze zum 2-0. So, das gibt eine. Das kann gelb geben. Es gibt auch gelb. Für Borja. Und der sollte sich ja zunächst gar nichts mehr erlauben, weil wenn der nämlich jetzt nochmal auch und Flier runterfliegt. Athletic Bilbao ist die spielbestimmte Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Ah! Alle Räte, passt da ein bisschen auf. Weg, den Sieg einzufangen. Da kommt der Pfiff, Freistoß. So. Vielleicht sogar noch eine Karte. Wenn, wie gesagt, das war wieder Borja. Also wie gesagt, der musste mich höllisch aufpassen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Flanke auf den langen Pfosten. Ja, schade. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Bitte, oh! Glück, schöner Schuss. Ecke. Eckball. Ich glaube nicht, dass der auf Mayoral da die ja, das müssen sie die Idee, dass da das Spiel zu erlebt, wenn er nicht ausgewechselt wird. Macht er ihn! Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Pause. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Die ist tatsächlich sogar schon abgelaufen, wir die Partie. Die hat der ersten Spielhälfte angelangt. Und im Moment liegt die Mannschaft mit der besten Heimbilanz hier vorne. Sie haben eine exzellente erste Hälfte gespielt. Nicht zum ersten Mal spielen sie ihre großen Stärken aus, liegen deutlich vorne. Das sieht insgesamt sehr gut aus. So. Auf andere Spiele möchte ich gar nicht achten. Ich möchte meine Hausaufgaben machen. Ich möchte das Ding tatsächlich in Madrid sogar klar machen. Mit dem Sieg bei, mit einem Sieg bei Atletico. Rosabel macht
das, was er sonst macht, verteidigen und das richtig gut. Stark verteidigt. Rosabel. Ah, das war zu offensichtlich. Bacher. Setzt sich klasse durch. Geht er rein. Erstmal abgeblockt. So, das könnte die nächste Karte geben. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Da wäre Platz für den Konter. Ah, das war zu einfach. Das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Im Estadio Benito Villamarín hat es einen Treffer gegeben. Kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC Barcelona. Was da? Betis. Lewandowski. Der Ball geht vom Aluminium ins Tor. Ich glaube, boah, ja, da wird er ein bisschen aufatmen. Neuer Spielstand damit 1:0. Und jetzt geht Bocher runter. Tatsächlich ist die richtige Entscheidung. Wie gesagt, der hat jetzt einen Foul mit der gelben Karte und hat halt ein kleineres Foul begangen. Also der wäre auch sonst mit Gelb-Rot runtergeflogen. Jetzt ist er raus. Jetzt darf er gehen. Darf er so durchgehen, weil der Schiedsrichter weil der Trainer ihn runternimmt. Aber wir haben die nächste weitere. So, was gibt da? Er gibt einen Freistoß und die Chance ist gut. Oder? Für den Gegner? Okay. Kann für mich jetzt eigentlich. Weil er die Richtung gezeigt hat. Williams. Alter Rete. Ballverlust. Gerald, das geht komplett auf dich. Da darfst du dich in dem Fall den Ball nicht verlieren. Und dann steht es plötzlich den Treffer für Retafe. Munir, Tor geschenkt. Und wieder nicht zu Null. Ja, schön, das Ding, Munir. Und Travers wieder das Ding, gut gehalten. Also er hat nicht das erste Mal. Ecke kommt rein. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Williams. Jetzt ist es das dritte, 71. Wir wollen natürlich wieder diese drei Punkte. Schön durchgespielt und dann ist es das Tor. Wie sie dann das Spiel aufziehen, dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Fällt das Tor. 3-1 heißt es also jetzt. Es gibt einen Treffer aus dem Estadio Benito Villamarín. Muni hier, das Tor, der Torschütze. Wir haben hier das erste Tor für 50. Saisontor übrigens. Oh, Alter, ins Bar, Betis. Ich glaube, Bocher, der hat mich gegen uns auch getroffen. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 72 Minuten. Muljain! Und Sajid! Wahnsinn! Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig! Ecke kommt in den 16er. Da geht er volles Risiko. Ballverlust Gerei, der fehlt jetzt natürlich hinten. Aber da ist der Keeper, ist er. Einer da und passt dann auf und wirklich die riesen Chance von Yasabal zum 4-1. Also der Gegner, also Getafe kann sich momentan beim Keeper danken. Wichtig, er holt den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, sie versuchen Zweiter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Ah, gut aufgepasst da. Alle Rete. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Espanyol Barcelona. Genau, Espanyol. Und dann dürfte es eigentlich sogar schon gegen. Sie kaum einen Gegner fürchten. Er versucht's. Einfache Aufgabe für Unai Simón. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ganz alleine. So, mit dem Schuss habe ich mal abgegriffen, entweder geht der rein oder geht nicht rein.
Ja, alles für Wechsel. Oh, er ist zur Stelle. Er geht nicht rein, aber es gibt die Ecke und damit können wir auch mal wechseln. Ecke, wenn sie doch. Da ist der Ball erstmal raus. Jetzt die Flanke. Und da kommt die offizielle. Und es ist am Ende dann Guruseta, der nicht trifft. Pfeif ab. Klasse Aktion da. Noch lebt die Chance. Und raus damit. Und dann dieses am Ende. Ivanol, der es endet. Und man gewinnt das Spiel gegen Retafe mit 3:1. Sie haben mir wieder gezeigt, warum sie zu Hause eine Macht sind. Haben wieder die Stärken, die eigenen Stärken ausgepackt. Sieg über 4 in Folge mittlerweile. Klarer Sieg, die Freude verständlicher. Ungeschlagen möchte ich gar nicht drüber reden. Da sind wir mehrere. Seit dem Sevilla-Spiel in der Liga. Kurz vor der, zum Ende der Hinrunde. Noch vorletzter Spieltag war das, glaube ich, oder so, gegen Sevilla. So, dann haben wir's. Also. So, Interview brauche ich nicht. Statistik sagen wir, jo, passt. Und Barca passt bei Real Betis. Aber Achtung, Betis hat uns auch unentschieden abgenommen. Da haben wir nämlich auch nur 1-1 gespielt. So, nächster Gegner ist dann Espanyol Barcelona, also der nächste Verein, den da unten mit drin steht. Dann geht das Spitzenspiel. Wir gewinnen jetzt beide. Gewinnen jetzt beide. Dann hätten wir 12 Zähler von dem Topspiel Vorsprung. Und ja, rein theoretisch müssen wir sogar, könnten wir so einen Sieg bei Atletico. Also wir brauchen jetzt noch 2 Siege, dann sind wir Meister. Jetzt gewinnen wir hoffentlich gegen Espanyol. Dann haben wir weiterhin diesen 12-Punkte-Vorsprung dabei. Und dann müssen wir das Duell in Madrid gewinnen. Dann hätten wir 15-Punkte-Vorsprung. Und dann wären es durch die, allein wegen der Tordifferenz. Also das, eigentlich müssen wir nur auf die Fresse kriegen. Und dann brauchen wir rein theoretisch nur noch ein Pünktchen aus den letzten 5 Spielen. Dann wären wir sogar durch. Aber wie gesagt, das könnte, also wenn man sie in Madrid gewinnt, ist das eine mega, mega Vorentscheidung. Aber wie gesagt, jetzt erstmal noch das Zwischen Espanyol und das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play FIFA 23.